bequem. Stopp, Typ. Wir sind noch nicht befreundet. Bleib hier. Wieso sind wir benommen? Wovon? Über Lieblingstier reden. Bleib stehen. Du kannst gerne über deine Probleme reden. Vielleicht will er dann immer noch mit uns befreundet sein. Über Gericht beschweren, das war scheinbar richtig eklig. Umarmen. Einfach weil. Random Menschen umarmen, das macht immer Spaß. Tag verschönern. Werd mein Freund. Er ist noch nicht unser Freund. Will mir nicht gefallen. Wir müssen doch bald schlafen. Über Eltern beschweren. Komm schon, wir haben's doch. Nach Tag fragen. Das ist bestimmt auch mal ganz nett. Nachdem wir uns beschwert haben. Was wir noch machen? Über Spielzeug reden. Haben wir es jetzt? Nein, immer noch nicht. Mann. Über Süßigkeiten reden. Das ist bestimmt ein super. Klasse Argument. Über Interessen reden. Vielleicht auch mal so. Ach ja. Worüber redet man als Kind mit einem Erwachsenen? Über die sinnlosesten Dinge der Welt? Immer noch nicht befreundet? Sag mal, du bist ganz schön anstrengend, Typ. Über Speisearomen reden. Was? Welches Kind redet denn über Speisearomen? Also, manchmal wünsche ich mir, dass die Entwickler sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht hätten über die Themen. Ich habe noch nie ein Kind erlebt, das dann sagt, also der Akzent der Vanille, der ist richtig gut. Und oh, es könnte aber noch ein bisschen mehr Kardamom drin sein. Was ist da los? Über Interessen reden. Sag mal, wie lange braucht er denn noch, um mit uns befreundet zu sein? Kompliment machen. Das ist immer noch ein Erwachsener, ne? Ja. Dauert ja ewig. Oh, yes. Das erste Bestreben abgeschlossen. Das heißt, bei Hellorion müssen wir uns nur noch um die schulische Leistung kümmern. Wenn das auf 1 steht, dann könnten wir ihn theoretisch ausziehen lassen. So, das wäre geklärt. Dann kannst du eben noch auffuttern und dann kannst du nach Hause gehen. Es ist nämlich spät. Gehe bitte nach Hause. Das heißt, nächstes Bestreben ist Ranmas. Denn auch Ranma möchte bald altern. Das ist nicht so gut für uns, wenn das Bestreben nicht erfüllt ist. Wobei bei Ranma, soweit ich gesehen habe, die Noten schon passen. Glaube ich. Ich weiß nicht. Besser als ausgezeichnet geht, glaube ich nicht. Zumindest würde mir da jetzt spontan nichts einfallen. Ich stoppe, ich sehe nichts. So, du kannst erstmal ins Bett gehen. Du hast deine Pflicht für heute zumindest erfüllt. Was macht Ranma? Ranma muss noch mit 2 Spielsachen spielen. Dann holt sich Ranma hier jetzt bitte irgendwas raus und spielt. Einfach weil. Ja, alles andere sieht ja noch ganz gut aus. Du bist einfach nur sackmüde. Du musst mal pipi. Wie schaut's damit aus? Redman macht gerade in die Windel. Und Chica blockiert das Klo. Na, das sind ja alles gute Umstände. Aber sollte wohl noch alles im guten Bereich sein. Dann würde ich sagen, Redman bekommt gleich ein Bad. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt. Was ist los, Redman? Warum schlägst du jetzt an den armen Vampir? Hat dir gar nichts getan. Also, wenn Chica dann mal... Oh. Die Wehen haben eingesetzt. Das ist blöd, weil wir wollten gerade Redman baden. Und scheinbar juckt es ihr halt auch nicht. Das ist echt gut. Also, au, ich glaube, meine Fruchtblase ist geplatzt. Oh, halt, ich muss mein Kind baden. Ich kann jetzt kein Kind kriegen. Nee.
Kann ich das nicht auch hier kriegen? Ach scheiße, dazu brauche ich die leere Wiege, die ich immer verkaufe. Gut, dann wissen wir Bescheid. In Zukunft können wir dann auf jeden Fall das Kind auch zu Hause kriegen. So. Redman ist sauer, wir können ein Kind bekommen. Das ist einfach so dumm. Es ist einfach nur dumm, aber okay. Gut, wir kriegen unser Kind. Ich hoffe, es ist endlich ein Mädchen. Dann wüssten wir zumindest, dass es weitergeht. Sonst, ja, langsam wird's eng. Ich werde ansonsten versuchen, im letzten Fall, also wir probieren das jetzt auf ganz normale Weise, bis wir feststellen, oh shit, wir haben jetzt 6 Jungs. Und ansonsten werde ich ein paar Erdbeeren anpflanzen, denn Erdbeeren beeinflussen, dass man ein Mädchen bekommt, so dumm es auch klingt. Von daher probieren wir es dann im letzten Moment so. Wenn es dann immer noch ein Junge geworden ist, dann adoptieren wir einfach das Mädchen. Anders kommen wir hier nämlich nicht weiter. Und dafür, dass du eigentlich ein Kind kriegen solltest, brauchst du ganz schön lange, um es zu bekommen. Und irgendwie ist sie mega fett. Ich befürchte fast, wir kriegen Zwillinge. Weil so krass war sie, glaube ich, letztes Mal nicht. Oha. Ich hoffe nicht. Das ist nämlich ganz schön ätzend. Außer es ist ein Mädchen dabei, dann ist es vielleicht ganz cool. Aber nur vielleicht. Oh Gott. Na los. Give me the baby. Und? Was ist the baby? Wo ist the baby? Ich höre Musik, aber ich sehe kein Baby. Hallo? Ich höre immer nur so ein leichtes So nach dem Motto, was passiert hier? Ist irgendwas schief gegangen? Hallo? Ah, lange gedauert. Oh yes! Mädchen! Die Erbfolge ist sicher. Wir nennen sie Cindy, denn die zweite Generation wird Cinderella. Sehr schön. Nachnamen ändern wir auf Rella. Cinderella klingt besser als Cindy White. Oder? Sollen wir es behalten? Nein, ich finde es so besser. So. Und auch sie ist tatsächlich schwarz. Wieso ist sie immer noch schwanger? Stimmt denn da nicht? Okay. Muss ich das verstehen? Du bist einfach super mega fett. Warum bist du immer noch schwanger? Oder soll das jetzt tatsächlich das Schwangerschaftsbäuchlein sein? Oh Gott! The fuck? Was läuft hier schief? Was läuft hier schief? Cinderella ist schwarz. Snow ist immer noch irgendwie schwanger. Hast du jetzt immer noch einen Bauch? Nein, dein Bauch ist weg. Was passiert hier, Spiel? Was passiert hier? Eine ausgeglichene Mahlzeit. Jemand hat gesagt, dass man Dreck essen kann, aber ein anderer meint, dann würde man sehr krank werden. Kann man Dreck essen? Dreck zu essen ist wirklich ungesund. Wenn du Dreck isst, können die Kinder dich hänseln. Na klar, ist ruhig Dreck, das macht Spaß. Wenn du Dreck isst, dann hänseln sie dich. Ganz klar. Ja, wir haben ein dezentes Platzproblem. Kommen die da noch durch? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir tun tatsächlich die Lampe einmal hier in die Ecke schieben. Das ist eine doppelte, ne? Das ist dumm. Das ist dumm, weil ich glaube, hier
Ist dem Baby im Weg? Können die Baby im Flur stellen? So, das Baby kommt im Flur. Bis wir die Kleinkinderbetten wieder austauschen können. Andere Möglichkeit haben wir leider gerade gar nicht. Aber unsere Cindy ist traurig. Warum? Kümmere dich mal um Cindy, bitte. Kann doch wohl nicht sein. Windeln wechseln. Liebkosen. Grimassen schneiden. So. Du schläfst. Das ist schon mal gut. Wie schaut das hier aus? Du hast immer noch nicht mit Spielsachen gespielt. So geht das nicht. Geh, spiele mit Spielsachen. Hier, mit dem Holzauto. Chica ist traurig. Warum? Weil ein Töpfchen einen Unfall hatte. Das ist natürlich blöd. Ansonsten kannst du bitte was essen. Dann hole ich dir da eben was raus. Oh, wir müssen definitiv kochen. Soll das. Komm raus, essen. So. Huch. Nun kann ich bitte ein Gericht nehmen. Und dann... Go! Der Baby schreit. Er nimmt Redman hoch. Warum? Redman kriegt was zu essen, offensichtlich. Das ist leer. Ja. Redman kriegt was zu futtern. Du kannst was zu essen machen. Wir haben nämlich viel zu wenig. Wir sind zu viele Menschen hier. Buntbarsch aus der Pfanne. Und dann bitte gleich danach italienische Fleischbällchen. Das klingt doch super. So. Du bist soweit fertig. Dann kannst du hier mal ein bisschen aufräumen. Oh, der Geburtstag von Redman naht. Yes! Das sieht doch alles schon mal sehr gut aus. Chica ist immer noch traurig, aber das ist okay. Was ist hier los? Nach meiner Pfeife. Redman kann danach eigentlich schlafen gehen. Der ist ganz schön müde. Wenn man ihn rauslassen würde. Redman möchte seine Kleider ausziehen. Okay. Wieso ist er denn jetzt pennen gegangen? Muss der morgen eigentlich wieder arbeiten? Ja. Gut, dann sollte er noch ein bisschen schlafen. Müssen wir eigentlich auch echt mal mitgehen. Wieder. Damit wir den letzten Patienten noch heilen und dann endlich eine Beförderung kriegen und mehr Geld. Unsere Familie braucht mehr Geld. Wir sind ganz schön arme Schlucker. So, Chica, geh mal bitte schlafen. Wenn du aufgegessen hast. Und Redman lässt immer noch keiner raus. Der sitzt da. Ja, mir geht's gut. So, wie schaut das denn hier aus? Hattest du... Nee. Kinder können mit Spielkissen, Stofftieren und Spielplatzgeräten spielen. Warum zählt das dann nicht? Cindy schläft. Aha. Jetzt sind es zwei. Verstehe. Dann spiel jetzt damit. Dann sollten wir das doch eigentlich auch geschafft haben. So, wie schaut das denn hier aus? Essen hat sie fertig. Redman weint. Aber warum? Was ist da los? Drinnen eingesperrt, ja. Die lässt dich halt auch nicht, ne? Oh, er ist wieder wach, dann kannst du das eben machen. Ich möchte ihn doch hier rauslassen. Ich muss ihn jetzt raus, danke. Passt. Hast du fertig mit dem Bär gespielt? Sieht so aus. Hallo, Mitsuki! Herzlich willkommen.